Gude und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hof Bergmann. Wir holen jetzt ein bisschen Getreideschrot und wollen Schweinefutter mischen. Beziehungsweise wir müssen erstmal gucken, dass unsere Kartoffelernte weiterentwickelt. Die Helferin ist hier. Fortschritt. Yep. So. Dann fahren wir einmal kurz zurück, tanken den nebenher schnell ab. Und dann holen wir Schrot. Ja, wir befinden uns immer noch ein bisschen in der Kartoffelernte. Aber das ist kein Problem. Die Saatgutproduktion habe ich auch schon mal angeschmissen. Also ihr seht, langsam geht es hier wieder richtig rund. Und das trotz Erntezeit. So, einmal zurück. Und wir waren ein bisschen weit weg. Und jetzt die Kameraposition auch besser. Das kann er mal schnell abladen. Schnell ist gut. So, während er ablädt, können wir weiterfahren. Ach, das kann nicht ausgegangen. So, jetzt fahren wir mal Schrot holen. Ich hoffe, dass die Getreidemühle inzwischen fleißig war und dass es auch entsprechend weiterverarbeitet wurde. Und wenn wir Schrot geladen haben, setzen wir den Rübenernter gleich wieder an. Dann kann, deutsche Sprache, schwierige Sprache, dann kann der gleich weiter Attacke machen. Und wir werden gucken, dass wir hier weiter mit den Produktionen weitermachen. Ja, was für ein Deutsch. Ich freue mich schon aufs Wochenende. Man merkt es leicht. So. Einmal zur Mühle. Da sind wir ja auch bald. Und während der Hänger dann voll wird, setzen wir gleich den Kartoffelernter wieder an. Dass es hier auch zügig weitergeht. Und dann werden wir mal gucken, dass wir den Hänger von uns umswitchen, von der Kapazität her. Den Einachser, dass wir hier so schön Saatgut reinbringen und gleich mal ins Lager fahren, beziehungsweise ins Silo kippen. Damit wir dann, wenn die ersten Felder wieder abgeerntet sind, entsprechend Saatgut haben. Wir brauchen ja dann für Gläsehen. Also da brauchen wir schon ein bisschen was. Das Kartoffelfeld muss wieder neu eingesät werden. Das Maisfeld, die anderen müssen erstmal wachsen. Dann müssen wir gucken, morgen müssten auch die Äpfel gut sein. Am nächsten Ingame-Tag. So, einmal abbiegen und schon sind wir da. So, hier brauchen wir nicht so zu heizen. Und dann einmal zurück, gucken, dass wir das Rohr treffen. Ich hoffe, dass der hier rein ablädt. Ah, das Fahren müssen wir noch ein bisschen üben. So.
Da steht Befüllung starten. Da macht das mal. Und da kommt auch schön Getreideschrot rein. So, jetzt könnte man hier einsteigen. Der ist wieder leer. Der Hänger ist voll. Oder auch nicht. Ja, wahrscheinlich, weil er ausgegangen ist. Dann gucken wir mal, was hier noch reingeht. Immerhin die Hälfte vom Feld müssten wir schon langsam haben. So, unser schöner Fortschritt. So, dann ernte mal schön weiter. Dann kann man daneben die Clara. Hätte ich es ja auch die ganze Zeit schon gefahren. Never change a winning team. So. Oh, sieht doch schon mal gut aus. 20.000 an Schrot. So, da geht's gleich mal weiter. Wenn wir so gucken, dass wir wenigstens Geld verdienen hier. Unsere Kosten sind nicht ganz so gering. Aber Schweinefutter kann man in Ruhe nebenher herstellen. Das kann laufen. Und irgendwann zwischendrin müssen wir uns dann mal ein bisschen mit der Mischfutterproduktion beschäftigen. Und vor allem, wir müssen Mischfutterballen machen hier. Eieiei. Entschuldigung. So viele Projekte, so wenig Hände. Aber so viel Zeit. Wir wollen ja noch 200 Folgen mindestens hier machen. Da liegen ein paar Backschnitzelballen, die haben wir geschenkt gekriegt. Die werden wir irgendwann auch noch einsetzen. Mal gucken, vielleicht schneiden wir die auf und lagern die ein. Beziehungsweise sacken die schon mal ab für unseren Ofen als Heizmittel. Der backt auch weiter munter vor sich hin. Also auf Brot werden wir gucken, dass wir einiges produzieren. Und dann werden wir demnächst wieder auf Verkaufstour stehen, ja, gehen. Dann werden wir große Verkaufstour machen. Dann machen wir Käse, können wir an den Mann bringen. Wir gucken, dass wir Milch verkaufen, dass wir Butter verkaufen. Brot werden wir ausliefern. Bis dahin sollten wir die von der Obstplantage die Äpfel geerntet haben. Damit kriegen wir auf jeden Fall schon mal Apfelsaft her. Vielleicht brennen wir auch ein bisschen, dass wir ein bisschen Schnaps haben. Was können wir noch alles dann verkaufen? Die Gewächshäuser sind bis dahin auch abgeerntet. Da gibt es dann den nächsten Zuschuss sozusagen. Also ihr seht, es wird Geld reinkommen.
Ja, wir machen hier die einfache Variante. Wir haben hier so viel zu tun, wir müssen auf unsere Zeit achten und deswegen gibt es die bequeme Variante. So. Dann kann er das hier schon mal reinfüllen. Sollte mir demnächst unbedingt mal das Mischfutterverhältnis aufschreiben hier. Wäre von großem Vorteil. Jetzt haben wir schon mal 21.000 Liter Kartoffel drin. So, schnell zurückhupsen. So, das restliche Schrot müssen wir hier drin lassen. Ich wollte gerade sagen, wegen bestimmt an der Gabel. Und so ist es auch. Ja, du darfst es direkt ins Schweinefutter-Silo abladen. So, Produktion läuft. Kann man das ausmachen? Dann lass mal hier stehen. Erst abkuppeln. Unser Fortschritt ist noch fleißig am Arbeiten. Da haben wir noch ein klein bisschen Luft. Und dann holen wir uns mal unseren Hängerchen. Von den schnell umkonfigurieren in der Werkstatt auf dem Hof. Dass er von der Höhe her besser ist. Und dann sollte unser erstes Saatgut auch schon fertig sein. Dann müssen wir demnächst nur noch mit Düngerproduktion starten. Klingerschen kann man ausmachen. Und da haben wir schon 30 Folgen zusammen heute. Ja, und tanken müssen wir irgendwann auch noch. Aber noch haben wir Zeit. So, Hänger schon hängt. Zacke, weiter geht's. Fahren wir gleich zum Hof, konfigurieren den um. Und dann ist auch schon bald die Folge wieder rum. Ein bisschen was gearbeitet haben wir ja, immerhin. Ein bisschen rumgefahren, das war's. So.
einmal hier rein. Bevor es regnet, müssen wir noch die Heuballen verarbeiten. Zu den Pellets. So, das hängt ja schon einmal rein. Der Strautmann. Ja, so ist er von der Höhe leider nicht zu gebrauchen. So. Und einmal in die Werkstatt. Ja, konfigurieren möchte man dich. Mit 10.000 Literchen. Hier am Hof hängt das immer ab. Beim Händler, wenn wir da konfigurieren, ohne Probleme. Das heißt, ohne Probleme, das klappt hier auch ohne Probleme. Aber da hängt dann nicht ab. Aber ist kein Problem. Man wisst es ja und passt. Und ihr wisst ja, was nicht passt, wird passend gemacht. So, geht's einmal hoch. Und dann werden wir noch schnell Saatgut abladen. Gucken, dass wir die Halle stehen lassen. Sonst steigen die Renovierungskosten gleich ins Unermessliche. Beziehungsweise aussteigen. Zack. Dann können wir schön da reinfahren. Machen wir uns gleich richtig Platz. Dann stößen wir nochmal vor und dann können wir schön in das Rohr. Also wie süß das kleine Fässchen vor der unserem Güllager ist. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir Gülle zur BGA bringen. Motor aus. Dann steigen wir einmal hier ein und dann sollten wir Saatgut abladen können. Prima, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen traumhaft schönen Tag. Bis demnächst. Tschüss.